Moin Moin, ihr Schnittchen, und herzlich willkommen zu diesem Spotlight. Heute reden wir über eine Holzachterbahn, über die ich im Vorfeld extrem viel Gutes gehört habe, die mich am Ende aber dann doch nicht zu 100% überzeugt hat. Die Rede ist von El Toro in Six Flags Great Adventure. El Toro hat am 12.06.2006 eröffnet und ist eine Holzachterbahn von Intamin. Eine der wenigen Prefab-Woodies, die es auf der Welt gibt. Das heißt, ihr baut nicht die Holzteile vor Ort quasi einzeln zusammen und entwickelt so oder baut so die Schienen, sondern die Schienenteile werden quasi schon vormontiert und die werden dann an der Bahn quasi einfach zusammengesetzt, wie bei einer normalen Achterbahn eigentlich auch. El Toro ist 55,2 Meter hoch mit einer 53,6 Meter hohen Abfahrt, ist 112,7 km/h schnell und 1341,1 Meter lang. Aktuell ist El Toro die dritthöchste und schnellste Holzachterbahn der Welt. Das Layout ist so ein Out-and-Back-Layout, quasi wie Colossus, aber dann mit einem Twisty-Part zum Ende hin. Ihr fahrt halt aus der Station raus mit einer Linkskurve, fahrt auf diesen riesigen hohen Lift hoch, habt oben eine Linkskurve, die schon ein bisschen abfällt, wo ihr immer schneller werdet, und dann geht es halt den ersten Drop runter mit 53,6 Metern. Es folgen dann erstmal drei Airtime-Hügel, einer davon 34 Meter, der andere 30,5 und der dritte 25 Meter. Dann droppt ihr nach rechts runter, wie halt bei Colossus auch die Kurve am Ende, wo ihr dann wieder nach links fahrt. Dann geht es in so einen Speedbump rein, in eine Linkskurve hoch, dann folgt ein Drop und dann kommt halt dieser Twisty-Part, wo ihr runterfahrt, und dann gibt es halt so Rechts-Links-Wechsel und so weiter. Dann noch wieder ein bisschen ansteigend, wieder runter, eine Linkskurve hoch, rechts runter, geht es in die Bremse rein. Es gab mehrere Zwischenfälle, 2021, 2022. Einmal ist, glaube ich, auch der Zug entgleist, weil die Upstop-Wheels, also die Räder, die unter dem Zug sind, die den vom Abheben schützen sollen, quasi auf der Schiene lagen. Seit Juni 2023 fährt die Kiste aber wieder problemlos. El Toro hat natürlich in der ersten Hälfte unfassbar geile Airtime. Das Ding ist optisch natürlich richtig krass, weil so eine riesige Holzkonstruktion, ich meine, ihr kennt es von Colossus im Heidepark, das sieht einfach nur schwer beeindruckend aus. Der erste Part mit den Airtime-Hügeln ist halt wirklich richtig, richtig geil. Der macht richtig Bock. Die Fahreigenschaften sind halt absolut top, bis auf eine kleine Stelle vor dem Twisty-Part, der halt auch schon mehrfach retracked wurde. Da merkt man dann doch noch so ein paar Schläge und Ungereimtheiten. Oder hat man vor ein paar Jahren zumindest gemerkt. Die Airtime im ersten Part ist halt wirklich super, super geil. Gerade in der letzten Reihe macht der Drop richtig Laune. Die Airtime-Hügel machen unfassbar viel Spaß. Sehr, sehr geil. Dieser Speedbump zurück ist eher so mäßig. Der ist zu lang gezogen für so einen Speedbump, finde ich. Ja, und der Twisty-Part, da geht der Bahn dann doch irgendwie zu schnell die Puste aus. Den habe ich mir auch irgendwie krasser vorgestellt. Also schön, dass es den gibt. Keine Frage, dass man halt noch einen Unterschied zu Colossus hat. Aber weiß ich nicht. Irgendwie habe ich mir den geiler vorgestellt. Und gerade morgens war die Bahn nicht warm gefahren. Und das war dann so auch im Gesamterlebnis eher so, ja, war ja ganz cool. Nachmittags bzw. abends war es natürlich wesentlich geiler. Keine Frage, aber weiß ich nicht. So richtig zu 100% abgeholt hat mich die Kiste nicht. Die ist natürlich eine der besten Holzachterbahnen der Welt. Keine Frage, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist eine super, super krasse, geile Kiste. Aber nach den Lobeshymnen, die ich so gehört habe, da habe ich irgendwie mehr erwartet. Keine Ahnung. Auf jeden Fall trotzdem natürlich gutes Ding. Und Six Flags Great Adventure ist generell ein Park. Wenn man in New York ist, sollte man den mal besuchen, weil dann ist er quasi ums Eck. Da stehen ja noch so ein paar andere Bahnen, unter anderem auch so eine Rekordachterbahn von Intamin direkt daneben, die vielleicht ein bisschen höher ist. So, bisschen, klitzklein. Ja, wenn ihr mehr zum Park sehen wollt, checkt auf jeden Fall den Vlog aus, den ich da mal gemacht habe. Ansonsten war es das jetzt mit diesem Spotlight. Ich wünsche euch viel Spaß auf den Achterbahnen und in den Freizeitparks dieser Welt. Bis dann.